Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Das Schwarze Auge Memoria. Wir sind immer noch im Wald, in den Wald und müssen immer noch Fahi finden oder den Boten finden. Und Nori kann uns dabei auch ein bisschen helfen. Jetzt müssen wir irgendwie. Warte mal, ich gehe einfach nochmal ins Moor, weil das schon. Letzte Aufnahme halt her ist. Oder warte mal, was ist eigentlich mit dem Ding? Kann ich mit den Zaubern eigentlich Wieder auch noch nichts. irgendwas machen? Der Baumstamm selbst lässt sich nicht reparieren. Aber warte mal, Odem Arcanum, das könnten wir doch eigentlich. Vielleicht bringt das irgendwas, wenn wir das jetzt benutzen. Hier irgendwo. Hier ist nichts. Was ist? Was gibt es Neues? Was Neues? Das hier ist ein Moor. Wir haben alles abgesucht, aber immer noch nichts gefunden. Die Thulamiden sind auf keinen Fall hier vorbeigekommen. Viel Erfolg noch. Danke. Hier ist der. Das wollte ich gar nicht. Zum Mooreingang. Sollte ich mir das mal aufschreiben, irgendwie eigentlich? Wahrscheinlich, oder? Einfach nur damit wir wissen. Also er sagt, da sind sie auf jeden Fall nicht vorbeigekommen. Es kann natürlich auch sein, dass sie hier vorbeigekommen sind. Also ich weiß es nicht. Ich merke mir einfach mal, Moor, sagt der Gruppenleiter, sind nicht vorbeigekommen. Zum Ufer meine ich. Warte mal. Sieht man von oben eigentlich? Von oben sieht man ja die Lichter. Vom Zelt. Stadtfluss. Zelt, Stadtfluss. Keine Ahnung. Angeblich trägt der Bote eine verzauberte Schriftrolle. Ich scheine ihn verpasst zu haben. Das hat er vorher nicht gesagt, ne? Hier ist er auch nicht. Okay, hier ist er auch nicht. Also können wir den mit dem Odem Arcanum. Arcanum. Sehen oder im Arcanum. Vielleicht ist er ja hier. Da ist was. Magisches Leuchten. Und da haben wir den Boten. Cool. Der macht es nicht mehr lange. Bist du der Bote? Leider. Gerade will ich einfach nur noch schlafen. Schlaf gut. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Warst du schon beim Suchtrupp im Moor? Ich hatte gehofft, es merkt keiner. Das ist so weit ab vom Schuss. Ich dachte, ich kann das Moor auslassen, bis es neue Befehle gibt. Naja, der Gruppenleiter ist ziemlich sauer deswegen. Ach, ja. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Okay. Guck mir mal ins Moor. Wo der jetzt ist. Hier nicht. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal tiefer ins Moor. Da wird er dann hoffentlich sein. Hoffe ich mal. Hier ist nichts. Habe ich den jetzt nicht ins Moor geschickt? Oder warte mal, ich rede mal mit dir. Was ist?
War der Bote inzwischen hier? Ja, aber es gab nichts Neues. Wir stecken hier immer noch fest. Ich habe ihm gesagt, er kann sich zum Namenlosen scheren und ihn fortgejagt. Hm. Viel hat mir das nicht gebracht. Super. Guck mal, ist er das? Da läuft immer sowas. Gucken wir einfach mal, ob er vielleicht jetzt hier ist. Ah nee, ist ja. Hier war er vorher schon, Fisch. Genau. Wahrscheinlich ist er wieder zurückgekommen. Warst du schon im Moor? Ja, ging schneller als ich dachte. Wieder ins Moor schicken. Was hat es mit der Schriftrolle auf sich? Das ist eine magische Schriftrolle. Die Magier können sie im Dunkeln glitzern sehen und greifen mich da nicht an. Was steht drauf? Nichts. Wichtig ist nur, was ich selbst zu sagen habe. Alle Befehle müssen erst durch mich durch. Das macht mich zu einem der wichtigsten Männer hier. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe... Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. Na, werden wir ja mal sehen, wie schnell der Wald sein wird. Ins Moor. Defense Moor. Was ist? War der Bote inzwischen hier? Ja, aber es gab nichts Neues. Wir stecken hier immer noch fest. Ich habe ihm gesagt, er kann sich zum Namenlosen scheren und ihn fortgejagt. Hm. Naja. Der rennt aber auch immer wieder zurück, gell? Noch wach? Geht so. Schicken hält dich halt nochmal ins Moor, hä? Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. Ich gehe jetzt einfach jetzt schon mal ins Waldstück. Mal gucken, ob er jetzt einfach schon da ist oder ob ich da wirklich... Oh, ich muss da echt hin. Nichts. Okay. Aber jetzt kommt er wieder. Oder vielleicht sollte ich mit dem Gruppenleiter reden. Das kann natürlich auch sein. Naja, probieren wir es mal so. Noch wach? Geht so. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dann schlaf mal gut. Ich versuche nicht. Was mir da gerade einfällt, kann ich nochmal... zwar... mache ich das Ding mal kaputt. Und jetzt probieren wir es mal. Also, Odem Arcanum. Probieren wir mal, wie ihnen das jetzt gefällt, dass jetzt die Brücke da kaputt ist, die wir sogar gebaut haben. So, schicken wir dich eben nochmal ins Moor. Noch wach? Geht so. Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. So, dann gucken wir uns das mal an. Oh, also. Na, dann schlaf mal gut. Na, dann schlaf mal gut. Hä? Wieder nichts. Ja, und was soll ich jetzt machen? Hä? Na. Ich bin hier, um sie von ihrer Suche abzuhalten, nicht um sie auszurüsten. Ach, da ist die Ach so, ich habe die Schriftrolle gar nicht gesehen. Dass das mal niemand ausnutzt. So. Verzauberte Schriftrolle. Sieht nicht aus, als hätten sie Fahi schon gefunden. Gut.
Okay, dann gehen wir nochmal tiefer ins Moor zu dem Gruppenleiter vom Moor. Was ist? Das Warten hat ein Ende. Ich bin der neue Bote und bringe den Befehl zum Ausrücken. Falsch. Der echte Bote schläft am Eingang zum Moor. Meine Männer haben ihn dort gesehen. Weck ihn auf und gib ihm die Rolle zurück. Dann bekommst du auch keinen Ärger. Scheiße. Viel Erfolg noch. Danke. Super. Oh Mann. Wie kriege ich dich jetzt wieder wach, damit du wieder rüberlaufen kannst? Damit man dich nicht mehr sieht. Ja, wir gehen einfach mal wieder in den Wald zurück. Okay, aber er läuft nicht weg, okay. Ins Waldstück, dann reden wir erstmal mit der Frau hier, mit der Gruppenleiterin. Geht das? Keine Ahnung. Mal so. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Den Fluss entlang? Da kommen wir gerade her. Aber nun gut. Befehl ist Befehl. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Schrei, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Ah, jetzt verstehe ich das langsam mit diesem... mit dem Zeug da, okay. Warte mal, ich gehe nochmal rein. Weil vorhin wollte er ja nicht mit sich reden. Musst du alleine Stellung halten? Ja, aber ich habe keine Angst. Meine Gruppe ist nicht weit. Ich muss nur rufen und sie sind hier. Es gibt einen neuen Befehl. Du sollst deiner Gruppe folgen. Ich kenne meine Befehle. Wenn sie sich ändern, wird meine Leiterin das selbst ausrichten. Ich bleibe hier. Du bist jetzt allein. Bist du sicher, dass deine Gruppe deine Schreie hört? Ja, ich habe nichts zu befürchten. Ich weiß, dass ich mich auf meine Kameraden verlassen kann. Wenn du meinst. Viel Erfolg noch. Ruhm und Ehre dem Königshaus Andergast. Naja. Wieder nichts. Schade. Okay, mehr gibt's auch nicht. Wir gehen nochmal in den Wald zurück. Und dann gehen wir mal die Anhöhe hinauf. Ich wurde zum neuen Boten befördert. Du? Ja, es gibt neue Anweisungen. Sollen wir ausrücken? Ja. Zum Wasserfall? Nein. Wohin dann? Das Flussufer wird schon von zwei Gruppen überwacht und alle umliegenden Waldstücke sind bereits besetzt. Ich prüfe das nochmal. Haltet vorerst die Stellung. Wie du meinst, Bote. Puh, das war knapp. Der Mob darf auf keinen Fall zum Wasserfall. Ich glaube, es ist sicherer, wenn die Gruppe erst einmal hier bleibt. Okay, die Gruppe erstmal hier bleibt. Okay, dann gucken wir mal, wie es mit Ritter Zornbold aussieht. Ich bin zum neuen Boten ernannt worden. Es gibt neue Befehle. Das glaube ich nicht. Sieh her, ich habe die verzauberte Schriftrolle. Und woher soll ich wissen, dass die Rolle wirklich verzaubert ist? Ich bin kein Magier. Hör auf, mich an der Nase herumzuführen. Und hilf lieber suchen. Wie geht es voran? Langsam. Dann werde ich euch mal nicht weiter aufhalten. Sie bemüht sich, beschäftigt auszusehen. Warum immer so schwierige Rätsel? Sie ist zu steil. Da kommt niemand rüber. Ins Waldstück. Das heißt, wenn ich dem das Ding zeige? Er ist derjenige, der die Boten ernennt. Die zeige ich ihm besser nicht. Geht nicht. Angeblich trägt der Bote eine verzauberte Schriftrolle. Oh.
Die habe ich ja um. Ich scheine ihn verpasst zu haben. Nicht um, sondern in der Tasche, meine ich. So. Ich würde sagen, wir gehen wieder zum Wasserfall und dann beende ich hier wieder die Folge. Und dann hoffe ich mal, dass es in der nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.